shimmy on, shimmy yeah. We could unwind if you just let me. Shimmy on, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go the way. Shimmy on, shimmy yeah. Hallihallo Freunde. Ihr habt es vielleicht im kleinen Vorspann schon gesehen. Wir sind heute das erste Mal mit Fridolin unterwegs. Nicht nur heute, sondern die nächsten 9 Tage sind wir unterwegs. Wir haben Urlaub und testen das Ganze jetzt einfach mal aus. Wir sind jetzt gestern die ersten 350 bis 400 Kilometer gefahren. Wir sind in Richtung Holland unterwegs. Wir waren ja mal ein verlängertes Wochenende dort. Das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und das Ganze wollen wir jetzt in längerer Form wiederholen. Wo sind wir jetzt? Wir sind in Recke. Warum sind wir da? Wir haben unterwegs noch ein paar Sitze für Fridolin abgeholt, weil, das werde ich euch gleich im Folgenden einfach zeigen, was da los ist. Und wo stehen wir jetzt gerade? Wir haben einen kleinen Insider-Tipp quasi bekommen von den Leuten, die hier eben die Sitze verkauft haben. Wir stehen hier mitten am Kanal, wo kleine Schiffe langfahren. Und hier steht Fridolin. Wir können vorne schön aus dem Alkoven rausgucken und haben wirklich die beste Aussicht gehabt. Wir haben wunderbar geschlafen. Und jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit dem Vlog. Viel Spaß! Was haben wir uns jetzt aus diesem schönen Örtchen mitgenommen? Und zwar ist es so, dass wir ja 2 Sitze hier drin haben, auch 2 unterschiedliche. Julie hat keine Kopfstütze, das finden wir nicht gut und deswegen haben wir uns Sitze rausgesucht mit Kopfstütze. Und mein Sitz, den blende ich jetzt nochmal kurz ein, ist ein komischer amerikanischer Sessel. Der sieht auf den ersten Blick gemütlich aus, ist er aber tatsächlich nicht. Und deswegen haben wir jetzt 2 Sitze abgeholt. Einmal den Beifahrersitz mit Kopfstütze und genauso den Fahrersitz ebenfalls mit Kopfstütze im gleichen Stil. Bezahlt haben wir 120 Euro, das ist sonst der Preis eigentlich für einen Sitz. Also, den bauen wir jetzt hier einfach mal unterwegs ein. Ist gut so? Ja. Ja, wie ihr gesehen habt, die Sitze sind drin. Der Fahrersitz war gar kein Problem, der lässt sich einfach einschieben. Der Beifahrersitz, da musste ich die Konsole nach unten abschrauben und an den neuen schrauben. Und beides sieht jetzt sehr, sehr gut aus, finden wir. Ich bin komplett durch, wie ihr seht. Ich gehe jetzt erstmal duschen und dann ja, geht die Reise weiter. So, wir sind jetzt in Holland angekommen, wie ihr gesehen habt. Und was man einfach mal machen muss, wenn man länger in Holland ist und länger Zeit hat. Wir stehen jetzt direkt vor Obelink und wollen einfach mal gucken, was die zu bieten haben. Wir sind sehr, sehr gespannt, weil es ja ein riesiger Laden ist. Und gucken mal, ob wir vielleicht auch sogar die ein oder andere Kleinigkeit für Fridolin finden. Also wir waren jetzt viel, viel länger bei Obelink, als wir geplant haben und wir haben natürlich auch viel, viel mehr gekauft, als wir geplant haben. Gut, wir haben eigentlich gar nichts geplant, aber das, was wir gefunden haben, haben wir gekauft. Wir zeigen euch einfach nochmal eine ganz kurze Übersicht. Und vielleicht noch wichtig zu sagen ist, wir haben alles komplett selber bezahlt. Also hier ist nichts gesponsert oder so, das haben wir alles selber aus eigener Tasche bezahlt. Guten Morgen, wir haben jetzt den 2. Tag. Julie liegt leider ein bisschen krank im Bett. Also wer uns auf Instagram verfolgt, der ist immer ein bisschen live dabei. Julie ist nämlich schön zum Urlaub hin krank geworden. Ich hoffe, dass das aber morgen oder so vielleicht weg ist, vielleicht heute schon Abend. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier erstmal schön Frühstück machen, werde nochmal einen Tee kochen. Und nicht, dass ihr euch wundert, wie das hier alles sortiert ist. Das ist natürlich noch nicht endgültig. Es ist die erste Fahrt mit Fridolin, die erste Ausfahrt mit Fridolin. Und ja, wir müssen erstmal so ein bisschen reinkommen, aber fangen wir einfach mal an mit dem Frühstück. Taking over.
Ja, Freunde, wir sind tatsächlich nochmal bei Obelink. Warum sind wir da? Das will ich euch jetzt mal zeigen. Ihr wisst ja, dass das so ein kleiner Testvlog mit Fridolin hier ist und der erste Testurlaub ist. Und einiges muss natürlich ausgetestet werden, was die ganze Technik und so weiter angeht. Und da haben wir jetzt gerade nochmal festgestellt, was irgendwie nicht so ganz funktioniert. Das will ich euch jetzt mal kurz zeigen. Und da wollen wir uns bei Obelink nochmal was Neues besorgen. Und zwar seht ihr hier den Zuwassertank, also den Frischwassertank. Hier geht der Schlauch weg zum Einfüllstutzen und das liegt so gut wie auf einer Höhe. Es ist fast sogar der etwas höher als der beim Einfüllstutzen. Somit können wir von draußen quasi gar kein Wasser vernünftig einfüllen, also mit der Gießkanne oder wie auch immer, weil das Wasser läuft uns wieder zurück. Jetzt haben wir uns beim letzten Besuch bei Obelink dieses Teil hier gekauft. Das soll man quasi auf den Einfüllstutzen drehen und dann kann man vorne einen Gardena-Anschluss anschließen von einem Gartenschlauch und kann quasi mit Druck das Wasser in den Wassertank bringen. Das Ganze funktioniert bei uns jetzt leider auch nicht, weil dieses Einfüllstutzensystem ist so alt, dass wir diesen Adapter nicht hier reinbekommen. Das heißt, dieses Teil wird jetzt auch neu besorgt. Ich habe das schon mal provisorisch ausgebaut, geguckt, ob das alles passt, was für Maße das hat. Und wir können uns bei Obelink einen neuen Einfüllstutzen besorgen und den hier reinbauen. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze auch funktioniert. Übrigens gibt es natürlich die Möglichkeit, falls wir keinen Gardena-Anschluss zur Verfügung haben, auf dem Campingplatz oder auch unterwegs irgendwie und das mit der Gießkanne machen wollen oder mit dem Eimer machen wollen, dass wir einfach hier diese Revisionsklappe nehmen von dem Zuwassertank und da eben das Wasser nachfüllen. Das funktioniert, aber wäre halt schöner, wenn man es auch von außen machen kann, wenn man den Anschluss schon zur Verfügung hat. Der neue Stutzen ist komplett eingebaut. Natürlich musste das Loch etwas vergrößert werden. Das passte jetzt nicht auf Anhieb da rein, aber das war auch alles kein Problem. Jetzt können wir den hier öffnen und jetzt nehmen wir uns diesen neuen Adapter, schrauben den einfach hier drauf. Dann nehmen wir uns einen ganz normalen Gardena-Anschluss, also einen Schlauch mit Gardena und stecken den hier drauf. Und dann sollte das innen ankommen, das Wasser. Man hört es schon laufen, hier kommt auch nichts mehr raus. Wir haben diesen Schlauch hier auch ganz bisschen gekürzt, sodass er nicht mehr so ein Wobbel ergibt, sondern dass er wirklich ganz gerade fließt. Und über unsere Tankanzeige können wir jetzt auch schauen, wie voll der Tank ist. Jetzt zeigt er halb voll an. Das heißt, wir müssten nicht mal mehr die Bank und die Polster wegnehmen, sondern wir können einfach über die Anzeige schauen, wie voll der Tank ist. Und dann stoppen wir das Wasser und alles ist wunderbar. Oh, ist übrigens sauwarm. Wir machen jetzt unseren ersten Auflauf im Omnia. Das wird einfach so ein Kartoffel-Brokkoli-Auflauf mit ein bisschen Käse. Mal gucken, wie das aussieht. Mit dem Omnia haben wir auf jeden Fall schon Brötchen aufgebacken. Das funktioniert auch wunderbar. Den hat Julie auf dem Bulli-Festival gekauft. Und ja, jetzt testen wir den quasi ausgiebig das erste Mal und ein bisschen was backen wollen wir vermutlich auch noch, beziehungsweise Julie.